Moin, meine Kampfkumpel-Zwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Silent Hill 2. Meine Lieben, ich glaube, ihr merkt es schon, ich höre mich ein bisschen besser an. Ich habe jetzt mir 3 Tage gegönnt und habe mal absolut nichts aufgenommen, nicht geredet und habe mich einfach auf die Genesung konzentriert. Ich bin zwar immer noch leicht angeschlagen und muss aufpassen, dass ich nicht so viel quatsche. Ja, aber wir werden es, glaube ich, hinbekommen. Da haut sich schon die Stimme ab. So, noch zwischendurch kurz räuspern. Wir werden es trotzdem hinbekommen und außerdem habe ich tierisch Bock, Silent Hill weiter zu zocken und zu sehen, wie es hier weitergeht und wie wir Klein James irgendwie rein sind wir ja schon. Ja, in der letzten Folge haben wir auf jeden Fall eine Kette gelöst. Uns fehlt jetzt die andere Kette. Und ich sehe, dass wir ins... drei Ketten noch haben. Gut, wo gehst du eigentlich hin? Die Kette führt hier hin. Ich muss erstmal kurz reingekommen. Wie gesagt, ich habe jetzt die... letzten 3 Tage nichts aufgenommen. Und muss mich mal kurz wieder reinfinden hier in diesen wunderschönen kleinen Kruse-Spiel. Warum kenne ich das hier nicht? Gut, Munition habe ich. Mein Inventar will ich mal kurz gucken. Wir hatten, glaube ich, sehr viele Erste-Hilfe-Dinger. Medizin 8 Stück und 6 Stück. Ja, okay, ist jetzt nicht gerade ausreichend. Gewehrmunition nur eine. Ja, das ist sehr schön. Okay. Wie war ausweichen? Ich habe dich, kleine Ballerina, gerade gesehen. Versteckt sich garantiert wieder vor uns. Deswegen vorsichtig. Ich möchte so gut es wie es geht irgendwie Munition und Erste Hilfe sparen. Oh, hier führt die Kette hin. Ich meinte, ich könnte das Vieh jetzt gerade auch ignorieren, aber ich will nicht, dass es mir dann hinten in den Rücken fällt. Gut, hier ist die Kette. Ich gehe mal eine Runde rum. Nichts. So, okay, in der Ecke kann nichts sein. Unterm Bett sehe ich nichts. Oh, nicht schon wieder so ein Uhrenrätsel. Wer hat einen... Nimm die andere! Ui,
Jesus Maria. Ich muss die Schwester weg loswerden. Du Zicke. Weiter. So. Den muss ich noch mal machen. Was war denn das für ein Schrei? Ich kann doch nicht mehr momentan schreien irgendwie. Alter, weiter. Auf den habe ich nicht geachtet, dass er noch explodieren kann. Gut, hier geht's nicht lang. Gewehr habe ich natürlich keine. Aber wäre das Gewehr nicht, es hat mir so ein bisschen Arsch gerettet. Es hat wenigstens eine umgenietet von den Krankenschwestern. Diese leichten Mutierten, ich sag jetzt mal Mutierten, weil die ein bisschen anders aussehen und ein bisschen kräftiger wirken, die haben so ein bisschen in sich, habe ich das Gefühl. Also, die sind halt ein bisschen mutierter. Habt ihr verstanden, ne? Wisst ihr Bescheid. Das kapiere ich nicht. Vielleicht ist das so ein bisschen vom Alten. Vielleicht ist das vom alten Scientee, also vom Original, dass da irgendwelche Bilder sind, die man sich angucken kann. Schon wieder von alleine gelaufen. Sorry, Leute. Gut, die würde ich nicht mehr in mich nehmen. Nein, ja, lang haben sie mich beobachtet, haben mich mit unzähligen Pillen gefüttert. Wenn die laute Stunde kommt und die Finsternis hereinbricht, zittere ich wie Espenlaub. Ach, ich habe es ein bisschen lauter gestellt, weil Beutelchen meinte, man hört die Hintergrundmusik nicht. Ich hoffe, das war jetzt in den letzten 10 Folgen nicht der Fall. Schaue, wie das Licht ausgeht. Zu der lauten Stunde. Mitternacht? Aber es war doch 2 Uhr, was laut war.
Nun. Gut, ich vernehme hier gar nichts. Zu der lauten Stunde. Ich kann hier nichts mehr machen. Wie viele Zeilen brauchen wir? 4 Stück. Okay. Wartet. Also wir haben die 1, wir haben die 2. Nein, dann kommt die Pillen, dann kommt die Stunde 2. Dann kommt die Anzahl der Pillen. 6. 6. Wie das Licht ausgeht. 1, 2. Und die Finsternis hereinbricht, zittere ich wie Espenlaut. 2-mal war es auf jeden Fall. Also 1, 6, 2, 2. Ihr könnt aber natürlich falsch sein, ne? Gucken wir mal. Ein Jahr. 6. 2. Ah, sehr schön. Gut, mir fehlt ein Teil. Ich möchte gerne das hier unten nehmen. Hier rein. Blub, blub. So, hier waren wir ja eigentlich schon. Hier dürfte nichts mehr aufstehen. Einfach mal nachwirken lassen.
Vielleicht muss ich erst nach oben gehen, um nach unten zu kommen. Oh, wie wir tanzten, die Arme in der Luft, die Körper in perfekter Harmonie, während die Musik uns in ihren Bann zog. Doch bei jedem Tanz muss einer von beiden die Führung übernehmen. Und die Musik wurde lauter und lauter, hämmernd, durchdringend. Und dann blieb nur noch die Stille. Sorry, ich hab noch was dazu gedichtet. Okay, das war nichts. Sind da Parasiten drin oder was ist das? Ich schnarche hier ab und zu mal und ich habe das Gefühl, als ob wir... Woher kenne ich das, dieses Geschnarche? Resident Evil. Wartet mal, ich glaube, die Musik ist doch ein bisschen... zu laut. Die Schnarchviecher, die bei Teil 4 herumlungern. Damit macht man Schnitzel. Ist aber wirklich gerade ein bisschen laut, also vom Ausschlag her. Absolut nichts gebracht, ne? Ich habe das Gefühl, dass ich schon förmlich das bisschen übertönen muss. Junge. Der juckt mir gleich mein Ohr, wenn ich hier rübersteige. Das ist schon wieder so eine krasse Krankenschwester. Scheiße, das habe ich komplett vergessen. Himmel, Arsch und Wolkenbruch. Oh, den Move habe ich. Hi, Hasi. Guck mal. Mitten im Kopf. Ja, sie blutet, ich glaube. Es ist final. Okay, wir müssen in den Raum hinter mir. Da kann ich die Wand...
konzentriert. Okay, haben wir. Irgendwas steht hier wieder auf und will noch mehr gestreichelt werden. Das. So, hier haben wir alles durch und durchgeschaut. Gut, dann können wir ja hier in den Raum. Nichts. Oh. Tür machen wir mal auf. Ah, ich komme nach unten. Ich weiß nicht, ob ich nach unten gehen möchte in diesem ganzen Blutgelache. Weg, 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 weg. Oh. Dieses Geschmatze hier neben mir. Gut, wir reinigen erstmal die Umgebung. Lass mal kurz gucken, ich bin in der Küche. Oh, scheiße, ich wollte ausweichen. So. Ausgewichen. Erste Sahne, sage ich nur dazu. Oh, hier geht's sogar lang. Okay, das werden wir gleich in Angriff nehmen. Wow. Na, komm, nimm. Oh.
Okay, das war nicht ins Klo. Ich wollte sie eigentlich von hinten überraschen. Und dann hatte ich Panik, dass irgendwas hinter mir ist. Das Ding von dir weggeflogen gerade. Ich hab's gesehen, da hinten läuft noch was rum. Nimm. Entschuldigung. Ich verliere gerade sehr viel Leben. Aber ich bekomme wenigstens. Ganz dramatische Musik. Oh, ich muss die hin. Also ich besitze nicht die Macht, nur mal so. Oh, man kann die Lichter aufschießen. Okay. Fürs Auge. Fürs Auge, verstehe. Wo bin ich hier? Oh, okay. Ach, hey, Mini. Okay, hier sind die Toiletten. Hier geht's nicht mehr weiter. Ich hab keinen Bock drauf. Oh, das Köpfchen weg. Ja. Ich weiß Munition, die wir eigentlich sparen könnten, aber ich hatte jetzt gerade echt keine Lust auf die. Ein Schuss. Hättest du mir nicht zwei geben können? Wo guckst du hin? Oh ja. Spritze, die schon verrostet ist. Geil. Da bekomme ich garantiert nichts anderes. Also vielleicht treue Wut. Okay. So, dann wollen wir mal zu der Puppe hoch. Thank you.
In der Hoffnung, dass hier alles noch liegt. Lag hier nicht was anderes? Die zuckt noch. Einfach draufhauen. So. Mein Freund, tut mir leid, aber ich muss mal kurz ins Auge. Ah, wir brauchen den Schlüssel. Ja. Wir müssen ja die Truhe öffnen. Hier auf überall hinzugucken. Ich wollte gerade sagen, hä, brauche ich nicht einen Code oder so? Was war das? Warum sind die Türen jetzt auf? Ich weiß ja nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. So, meine Lieben, ganz kurzer Cut. Ich bin gleich wieder da. So, weiter geht's. Machen wir die Kiste also auf. Und ja, ich habe den Schlüssel. Die Kiste der Pandora. Wow. Die ganze Mühe für nichts. Ja. James, so ging es mir bei der Matheprüfe auch. Aber ich bekomme eine Münze. Die minus 1. Ich weiß nicht, ob ich darauf Bock habe. Oh nein. Das bedeutet doch, wir gehen in die Hölle. Gut, es wird gespeichert. Es wird gespeichert, auf jeden Fall. Ich gehe trotzdem nochmal speichern. Oh, es hat sich hier alles verändert. Abwärts. Everyone, thanks for tuning in. Welcome to another exciting edition of Trick or Treat. Passt doch. You answer our questions correctly and win a prize beyond your wildest dreams. Or you fail to answer correctly and receive the punishment. It's all in the hands of our lucky contestant, James Sunderland. James, are you ready to play trick or treat? Excellent. Here's your first question. In the early 1800s, a terrible disease spread across Silent Hill, resulting in the death of many of its inhabitants. Their bodies thrown into the lake to sleep forever in their watery grave. How many souls were lost during the plague? 1, 42, 2, 67, 3, 85. Know the answer? Well, you better hold on to it. You never know when it might come in handy. Now, on to the second question. Follow Sanders Street heading east and further on to the outskirts of town. One and only one road will take you towards the lumberyard and the cemetery. What is the name of that road? One. Bachman Road.
2, Munson Street, 3, Wiltsey Road. Did you get that? I sure as hell hope so. And for a third and final question, Silent Hill witnessed a gruesome murder a few years back. A brother and sister were playing in the road when they were attacked and chopped into pieces with an axe. Torn flesh, smashed bones, splattered blood. What a terrible tragedy. What a gruesome end to such innocent lives. One of the victims was a local boy named Billy Loquet. But what was the name of the other victim? Oh, du Scheiße. Billy's sister. 1, Miriam. 2, Heather. 3, Julia. Well, that's the last of our questions. Have you got it all figured out? Ja, vielleicht. Fantastic. The time will soon come to collect your prizes. But be careful. If you're wrong, well, looks like that's all the time we have for today, folks. Thanks for tuning in. See you somewhere, sometime, in sickness or in health. Bye-bye. What the hell was that? Karte. Was steht da nicht? Nathan, Dings hatten wir. Wir hatten irgendwas mit Wilson. Witz, ja, die Wilzenrot habe ich mir aufgeschrieben. Irgendwas sagt mir das. Aber Artikel, habe ich hier irgendwelche Artikel? Und Heather sagt mir was durch die Filme. Und wir hatten einen Artikel gelesen. Ach du Scheiße. Wo sind wir? Im Keller, ne? Und irgendwas mit 42 sagt mir was. Irgendwie 42, die Wilzenrot und Heather? Gewehr kann mich jetzt nicht mehr retten. Hier ist ein Krabbelkäfer. Scheiße.
Scheiße. Ich weiß. Ich weiß die Rätsel nicht. Ich weiß die verdammten Rätselantworten nicht. Nur so eine gewissen Vermutungen. Aber jetzt klipp und klar, was genau? Die Lösung ist. Oh, ich hoffe, ich kann vorher noch speichern. Bevor wir die Antworten wissen müssen. Wo hast du hingeguckt? Hier. Das zweite Mal, dass ich was in diesem Kasten finde. Aber da kommt immer mehr runter. Muss ja stinken hier. Gewehr. Zwei Schuss. Hier ist soweit nichts. Was war das? Heather, William und Julia. Wir haben irgendwas gelesen, so einen ganz großen Artikel am Anfang, aber ich glaube, ich habe in der Anfangsstadt sehr viel verpennt. Wirklich sehr viel verpennt. Ich dachte, da wäre ein Speicher. Scheiße. Und es war garantiert irgendwo in der Stadt. Die ganzen Antworten. Ah. Okay, er will nicht. Scheint tot zu sein, aber dreifach hält besser. Immer schön auf die Beine schießen, dann kommen sie ein bisschen ins Straucheln. Weg. Er ist immer dann so in Rage, wenn er da einmal zuschlägt. Jetzt muss ich kurz warten. Allein bei der Texas Bar, wo wir die Münze gefunden haben, da habe ich ja leider das Spiel so dunkel eingestellt, dass wir die Medikamente nicht gesehen haben, die dann in einem Schrank standen hinter der Kasse. Das habe ich bei jemand anderes dann flüchtig gesehen und dachte mir, super, weil ich es so arschdunkel eingestellt habe. Übrigens, ich habe es auch ein bisschen heller eingestellt, um das zu vermeiden wie bei der Bar. Dass ich sowas nicht übersehe, kann aber trotzdem passieren, dass ich das übersehe. Oh.
eine Turbo-Krankenschwester. So, sie ist weg. Ich muss da hochklettern. Hätte ich sie vielleicht umgehen können? Ja, vielleicht, aber lieber weg haben und nicht die Angst haben, dass irgendwas von hinten kommt. Kein Speicher? Okay. Kurz gucken, wo ich bin. Ich bin jetzt hier in diesem Gang. Ring. Ein Ring, sie zu knechten. Sie alle zu finden. James. Wo kommst du her? Oh. Maria, I thought. Sorry. Anyway, I'm glad you're alive. Anyway? What do you mean, anyway? I was almost killed back there. I have never been so scared in my whole life. All you care about is that dead wife of yours. Wir kennen uns erst seit 3 Stunden. No, I just. Then stay with me. Don't leave me alone again. You're supposed to take care of me. I. Tut so, als ob wir voll fett Best Friends wären. So what about Laura? You found her? Yeah, but she ran away. Sie ist eine kleine Biene. What? We have to find her. Yeah, you, you really seem to care about that girl. Do you know her? I'd never met her before. I just feel sorry for her. She's all alone and I don't know, for some reason I feel like it's up to me to protect her. Come on, let's go look for her. Oh, sehr schön, meine Lieben. Bevor wir nach ihr suchen, würde ich hier aber ein kleines Folgenpäuschen machen. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen und voll krass. Bis zur nächsten Folge. Schön mit Ihnen.